Also ich bin definitiv dafür, dass es wird und bin ganz besonders daran interessiert, wie sich das eben, wie das nachhaltig dann auch genutzt wird. Aber ich finde, die sozialen Aspekte müssen berücksichtigt werden, also von den Bürgern alle, dass das mit einbezogen wird. Wir wollen hören und uns dann unsere Meinung bilden. Wenn wir heute über die ausgewählte Masterplan-Variante reden, müssen wir ja Folgendes unterscheiden. Einerseits gibt es einen Plan für die Olympischen und die Paralympischen Spiele selbst. Das nennen wir Olympic Mode und das wird Ihnen noch einige Male heute begegnen. Und zum anderen geht es natürlich um den Plan für den Zustand des kleinen Grasbrook als entwickeltes Stadtquartier nach den Spielen. Das nennen wir den Legacy Mode, also das Vermächtnis von Olympia für Hamburg. Ja, guten Abend. Es ist ja fast schon eine olympische Veranstaltung hier. Ich finde das sehr schön, dass die Stadt das so offen organisiert. Und das fordert von uns auch ziemlich etwas, weil wir sind ja in einer Art von Work-in-Progress-Mode. Und deswegen sind wir auch gezwungen, sozusagen unsere nicht fertigen Überlegungen Ihnen vorzuhalten, damit Sie das kommentieren können. Nach diesen Überprüfungen, sowohl in der Olympic Mode als in der Legacy Mode, haben wir entschieden, dass wir für diese Variante gehen müssen. Und der Grund ist, dass die drei Venues sehr gleichmäßig verteilt sind. Und das hat zur Folge, dass man jeweils neben diesen Venues größere Flächen hat, die man als eine Art von Staufeld, als eine Art von Auffangbecken für die großen Mengen Zuschauer benutzen kann. Die Schuppen hier, die Speicher, die werden erhalten und mitgenutzt, sowohl in der Olympic Mode als in der Legacy Mode. Und dann entwickelt sich hier ein Quartier, wo sich unterschiedliche Sportfelder auch zwischen den Bebauungen befindet. Wie es schon bei Kees herauskommt, ist ja unser Konzept nicht nur die Olympiade, sondern auch die Nachnutzung. Das sieht man auch an dem Olympischen Dorf. Und dasselbe wollen wir natürlich auch anstreben für die Stadien, dass die Stadien auch in der Nachnutzung diesen Grasbrook mit diesem wunderschönen Olympischen Dorf auch weiter Leben geben. Und wie machen wir das? Wir haben zum Beispiel hier die eine Möglichkeit, dass man dann die Konstruktion dieser Stadien nutzt, um darin auch einen preiswerten Wohnungsraum zu schaffen. Und man hat dann eine große Wohnskulptur, die insbesondere für Single-Wohnungen, für junge Familien, aber auch für Mehrgenerationen-Wohnungstypen ein Zuhause bietet. Die zweite Variante, die gerade in unserem Büro diskutiert wird, ist schon, dass wir das Stadion dann über einen Pylon mit seinen 70.000 Zuschauern fassen. Wir überlegen gerade, wie man diesen Pylon nutzt, ob er auch hier eine, sagen wir mal, eine Art begehbare Skulptur ist, über die dann der Besucher nach oben geht und auf einer Plattform den Blick genießt, oder sogar, ob in diesem Pylon die Möglichkeit der Integration eines kleinen oder großen Hotels realisiert werden kann. Wir haben drei zusätzliche größere Erschließungselemente hier untersucht. Das ist einmal die neue Elbbrücke, die schon vorgestellt wurde, die Verlängerung in die Innenstadt. Das zweite ist die Großmarktbrücke. Die Großmarktbrücke würde ermöglichen, den kleinen Grasbrook in Richtung Nordosten gut anzubinden. Und als drittes eine Südanbindung als Gedanke und Idee, die ermöglichen würde, auch die Haupthafenroute einmal hier abzukürzen. Die U-Bahn wurde schon angesprochen. Wichtig für uns ist immer noch, wie liegt die Haltestelle? Ist das für das Stadtquartier auch eine vernünftige Lage? Und Sie sehen diesen 600 Meter Radius um eine U-Bahn oder S-Bahn ist für uns immer der Indikator, dass die Erschließung sehr gut ist, dass man nämlich in 5 bis 8 Minuten die U-Bahn erreichen kann und damit dann auch, wie man hier sieht, die meisten Gebäude auch adäquat erreicht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, schönen Dank, Herr Rotfuchs. Sie können jetzt Ihre Fragen stellen und ich sehe da hinten schon eine Wortmeldung. Kommen Sie gerne nach vorne. Okay. Wir sind hier mit 60 Leuten aufgemarschiert und die werden am 31.12.2016 ohne Arbeit dastehen, weil unser Fachvertrag gekündigt ist. Natürlich
ist die Stadt Hamburg gerne bereit, auch mit Ihrer Firma zu reden und auch da zu sehen, welche Perspektive es für Sie und für Ihr Unternehmen insgesamt gibt. Aber dabei kann man natürlich nicht außer Acht lassen, dass dort schon eine Abfindung gezahlt wurde. Das darf man nicht einfach zur Seite tun. Und in dem Sinne ist die Frage, wie es mit Mittlerem Freihafen weitergeht, relativ unabhängig von Olympia. Ich habe keine konkrete Frage, sondern ein großes Anliegen. Bitte haben Sie die Kosten dieser Veranstaltung im Blick. Danke. Ich fand die Veranstaltung sehr positiv und auch von der Stadt Hamburg sehr gelungen, dass man wirklich den Bürgern die Möglichkeit bietet, sich das alles von Anfang an anzuschauen. Was hat Billstedt von Olympia oder andere sozial benachteiligte Stadtteile? Ich hätte mir noch mehr Positives erwartet. Ich finde es sehr schade, dass immer nur tatsächlich das Negative gesehen wird. Die Konzepte, die jetzt ausgearbeitet wurden, fand ich wirklich interessant.